Ja, also dieser Film Zeitgeist Moving Forward mutet natürlich für einfache Menschen etwas utopisch an. Insbesondere auch die Schlussszenen, wo die Menschen ihr Papiergeld einfach vor der Zentralbank abladen und damit zu verstehen geben, dass sie das nicht mehr benötigen. Aber wenn man die tieferen Zusammenhänge des heutigen Geldsystems verstanden hat, dann weiß man, dass die Menschen Geld auch heute schon nicht benötigen. Das, was wir als Geld betrachten und damit immer noch eine Substanz verknüpfen, eine Materie, etwas von Wert, das wir uns weitergeben, in einer Form von Austausch, existiert in Wirklichkeit natürlich nicht. Es ist reine Information, es ist eine Zahl und benötigt als solche auch kein Medium. Es benötigt kein Papier. Es kann als reine Aufzeichnung beispielsweise in einem Computerspeicher existieren, tut dies ohne dies und entsteht auch dort. Und das ist, wenn man es einmal durchschaut hat, auch das Problem unserer heutigen Finanzkrise. Geld entsteht durch einen Buchungssatz der Privatbanken. Privatbanken haben das Monopol der Geldschöpfung. Nicht die Zentralbank, nicht die Demokratie und die Art und Weise, wie sie durch Bilanzverlängerung Geld erzeugen, das im selben Moment immer Schuld ist, und zwar verzinste, zinstragende Schuld. Das ist die Wurzel der heutigen Probleme, dass nämlich alle Schulden haben, die explodieren, exponentiell explodieren und die gar nicht rückzahlbar sind. Sie haben eine Behauptung aufgestellt, eine mutige, sage ich jetzt mal, das Ende des Geldes in Ihrem Buch, des gleichnamigen Buches, dass noch heuer, also im Jahr 2011, das Ende des Geldes da sein wird. Warum? Ja, das Ende des Geldes hat mehrere Bedeutungen, diese Formulierung. Einerseits ist das Geld, wie wir es heute verstehen, ja nichts anderes als eine Spielregel. Die Spielregel besagt, dass Individuen, Gruppen von Menschen, Institutionen und Staaten ihre Schulden zurückzahlen müssen, und zwar verzinst zurückzahlen. Wenn man diesen Auftrag ernst nimmt, dann geht sich das für die meisten Industriestaaten schon heuer rein rechnerisch nicht aus. Weil das, was heute passiert bei sogenannten Euro-Rettungsschirmen, ist ja nichts anderes, als dass durch neue Schulden alte Schulden bezahlt werden. Die neuen Schulden sind aber leider Gottes wieder verzinst. Ja. Das heißt, es ist absehbar, dass diese Schulden explodieren werden und es ist schon heute klar, dass sie aufgrund dieser Spielregel nicht mehr bedient werden können. Das ist das Ende des Geldes aus der einen Perspektive. Die zweite Perspektive ist, dass die Bevölkerung einfach begreifen wird, dass das, was sie heute noch als Geld betrachten, in Wirklichkeit nie existiert hat. Geld, das einfach als Buchungssatz entsteht, hat keine Substanz und kann daher überhaupt nicht einen Eigenwert besitzen. Wenn wir das einmal begriffen haben, können wir etwas Geldähnliches, nämlich Zahlen, die menschliches Verhalten steuern, auf andere Art und Weise etablieren, und zwar auf demokratischer, auf Gesetzen basierender Art und Weise, gesetzlich abgesichert, transparent, von der Bevölkerung verstanden und nützlich für die menschliche Entwicklung. Was wird dem Geld folgen? Also womit werden wir dann am 01.01.2012, wenn Ihre Prognose eintrifft, bezahlen? Wenn das gelingt, was dieses internationale Wissenschaftlernetzwerk, dem ich angehöre, momentan entwickelt, dann wird es eine elektronische Zähleinheit sein, die mit Kaufkraft verbunden ist und nur noch für menschliche Leistungen und Fähigkeiten bezahlt werden wird. Die Menschen werden Überziehungsrahmen auf individuellen Konten erhalten und der entspricht dann zugleich dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen. Damit können Menschen einfach einkaufen gehen. Sie haben Kaufkraft. Und für jede Leistung, die sie in die Gemeinschaft einbringen, in Form eines elektronischen Netzes, in dem sie sich für die Produktion organisieren, werden sie sich mit Kaufkraft nach bestimmten transparenten und jederzeit änderbaren Spielregeln belohnen. Ziel wird allerdings sein, dass wir die Tätigkeiten, die Menschen vollbringen, in zwei Kategorien gliedern. Einmal Tätigkeiten, die Menschen gerne tun, weil es ihnen Spaß macht, weil sie sich dabei weiterentwickeln können. Und dann die Tätigkeiten, die sie ungerne tun und die einfach gemacht werden müssen, weil sie anstehen als Aufgabe. Bezahlt werden die Menschen für beides, allerdings für die unangenehmen Tätigkeiten natürlich höher. Aber besonders belohnt werden sie, wenn sie so intelligent und kreativ sind, dass sie sich in den unangenehmen Tätigkeiten wegrationalisieren durch Kreativität. Denn dann befreien sie nämlich auch etliche andere, die in einer ähnlichen unangenehmen Situation sind, und kriegen dafür eine Superprämie.
damit sie sich auch selbst in einer anderen Tätigkeit wieder weiterentwickeln können. Das führt mich zur nächsten Frage, wer werden die Gewinner dieses Systemwechsels sein und wer werden die Verlierer sein? Ja, das Interessante daran ist, dass es sich in dieser Form der gesellschaftlichen Ordnung um ein Nicht-Nullsummenspiel handelt. Und wir können daher, auch wenn das viele heute noch nicht verstehen, die sich gedanklich Geld immer nur als einen Topf mit einer endlichen Menge Goldstücke vorstellen können, wir werden daher in der Lage sein, sämtliche gesellschaftliche Schichten, die wir heute kennen, gleichzeitig zu Gewinnern zu erklären. Ja, weil wir in diesen Netzen kooperieren werden und es wird keine Konkurrenz mehr geben. Ist das Internet ein virtuelles Modell für diese Idee? Denn da funktioniert es auch teilweise so, dass durch Open Source zum Beispiel mehr Nutzen für die Allgemeinheit entsteht und das erscheint mir als netter Vergleich. Also das Internet ist natürlich die Trägerplattform von der Technologie her und Open Source ist eine ganz gute Analogie dazu. Wir können die Gesellschaft als Open Source Society begründen. Um ein kleines Beispiel zu bringen, es wird in Zukunft einfach nicht mehr notwendig sein, dass Automobilhersteller für sich betrachtet jeweils ein gesamtes Automobil produzieren. Also Mercedes, Audi, BMW, Toyota. Ja, und damit automatisch in Konkurrenz geraten, sich gegenseitig verdrängen müssen. Es werden sich diese Hersteller auf bestimmte Teilkomponenten spezialisieren. Und die werden sie beispielsweise in einem Lego-ähnlichen Modulkonzept zu einem Automobil konfigurieren. Dieses Automobil wird aber dann beispielsweise 30 Jahre lang halten können, weil man immer nur einzelne Lego-artige Bausteine ersetzen wird, die wirklich defekt sind. Auf die Art und Weise kooperieren dann diese Hersteller und wir brauchen keine Konkurrenz mehr, sondern Kooperation. Es werden natürlich sehr viele Arbeitskräfte dadurch freigesetzt werden, das ist aber kein Problem, denn die werden weiterhin mit Kaufkraft versorgt und können sich geistig und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, um auf einer höheren Ebene wieder für die Gesellschaft nützlich zu sein. Stichwort Kooperation statt Konkurrenz, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe das bei Attack mal gehört. Ja, Gemeinwohlwirtschaft. Ja. Bedeutet das auch, dass man ressourcenschonender wirtschaften kann, also umweltfreundlicher, biologischer, ohne Druck, ohne die Umwelt dadurch zu schädigen? Unser neues Geldsystem ist wie gesagt eine elektronische Zähleinheit, die nur noch menschliches Verhalten belohnt. Für die tote Materie, für Rohstoffe beispielsweise oder Halbfabrikate, gestalten wir einen separaten Rechnungskreis. Diese Dinge werden nicht mehr bewertet. Es gibt also für tote Materie, für Gegenstände keinen Wert mehr. Es wird auch nicht definiert, dass ein Bestandteil, ein Bauteil zum Beispiel aus Aluminium gefertigt sein muss, sondern ein Hersteller wird nur noch bezeichnen, welche Parameter die Substanz erfüllen muss, also welche Festigkeit, welcher Schmelzpunkt etc. Und Materialwissenschaftler werden dafür sorgen, dass die erforderliche Substanz immer so verfügbar ist, dass diese Bedingungen erfüllt werden. Aber es geht nicht mehr darum, um knappe Substanzen zu konkurrieren, sondern wir erfüllen die Funktionalität. Das heißt, mit reiner Materie werden alle versorgt, die sie benötigen. Wenn das nicht funktioniert, wird eine Synthese versucht und dafür sind Materialwissenschaftler zuständig, die wieder für ihre Tätigkeit und ihre Kreativität entlohnt werden. Der Vorteil ist, wenn wir Menschen wirklich nur bezahlen und belohnen mit elektronischem Geld für ihre Fähigkeiten und ihre Tätigkeiten, haben wir automatisch ein gerechtes System, denn an den eigenen Fähigkeiten kann jeder Mensch arbeiten, nicht aber zum Beispiel an der Erbschaft eines Unternehmens. Das heißt, das Ende der Armut ist auch gleichzeitig das Ende des Reichtums. Bedeutet das nicht Gleichmacherei wie im Kommunismus? Nein. Wir werden einfach in anderen Kategorien denken, das ist der Trick dabei. Arm und reich wird es in dieser Variante nicht mehr geben. Es gibt dann nur noch Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Menschen, die als sehr junge erst einmal ihre Fähigkeiten, ihr Potenzial entdecken müssen. Menschen, die schon auf einem bestimmten Weg unterwegs sind. Menschen, die diesen Weg gerade unterbrechen, weil sie ein Jahr lang sich zurückziehen und neue Schwerpunkte suchen wollen. Und für alle diese Phasen werden die neuen Bankmitarbeiter, die Wegbegleiter zur Verfügung stehen, die als psychologische Coaches die Menschen ein Leben lang begleiten werden. Ja, das klingt wirklich alles sehr utopisch. Tja. Mir scheint das bedingungslose Grundeinkommen
dafür unerlässlich. Richtig, ja. Und das können wir machen, indem jedes Individuum, jeder Mensch, beispielsweise über die Sozialversicherungsnummer ein Konto eingeräumt kriegt. Dort beginnen wir mit einem Überziehungsrahmen, das die Kaufkraft, mit der wir einkaufen gehen, das entspricht dem bedingungslosen Grundeinkommen. Auf die Art und Weise wird jeder, der leistet, bei seinem Konto automatisch ins Plus gehen, der Empfänger ins Minus. Und dieser Austausch ist als Zahl festgehalten, dimensionslos, so etwas wie Dollar, Euro, diese Anhängsel benötigen wir nicht mehr. Denn in Wirklichkeit ist ja ein Preis immer eine Wert-Relationen-Verhältnis. Und in der Relation kürzt sich die Dimension weg. 3 Meter zu 2 Meter ist 1,5, aber ohne Erweiterung. Historisch sind Mark, Krone etc. auf den Geldscheinen nichts anderes als Herrschaftssiegel, die damit historisch die Zustimmung zur wirtschaftlichen Tätigkeit im Herrschaftsbereich erteilt haben. Nach der Französischen Revolution, nach der Verdrängung des Adels, nachdem also den Adeligen die Geldschöpfung entrissen wurde und auf die Banken übertragen, haben die Banken aber dieses Herrschaftssymbol als Zustimmung zur Transaktion, zur wirtschaftlichen Transaktion, als Ding mit Eigenwert konstruiert. Daraus entsteht der Materialismus, das heißt die vorgetäuschte Währung als Warengeld, wobei durch die Spekulanten die Wechselkursdifferenzen anheizen und davon leistungslose Einkommen generieren. Unternehmen der Realwirtschaft hingegen leiden unter diesen Wechselkursen, müssen sich dagegen wieder absichern und auch daran, nämlich sowohl an der Spekulation als auch an der Kursabsicherung, verdienen wieder die Banken. Das ist in kurzen Worten der Zusammenhang. Ja? Wenn wir also die Zähleinheit als Ding an sich begreifen mit Eigenwert, haben wir alle diese Paradoxien, dass zum Beispiel bei besonders erfolgreichen Ländern die Währungen unter Aufwertungsdruck geraten, ja, und umgekehrt, und damit eigentlich genau kontraproduktive Effekte auftreten, die wieder nur den Spekulanten nützen. So, wir gehen jetzt davon aus, dass Ihre Prognose stimmt, ja, und das Ende des Geldes heuer erfolgen wird. Wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten? Also Leute, die gespart haben, zu denen ich nicht gehöre, also, die Geld auf der hohen Kante haben, was können die machen, damit die dann nach dem Ende des Geldes oder damit die dem Ende des Geldes relativ entspannt entgegensehen können, ohne große Furcht zu haben? Ja, der erste Schritt wird sein, das persönliche Lebensglück, das ja nur ein Gefühl ist, von Besitz und Eigentum unabhängig zu machen und in die Richtung selbstbestimmter Lebenszeit zu verlagern. Selbstbestimmte Lebenszeit, die dazu führt, dass ich den Schwerpunkt meiner Tätigkeiten, meiner Fähigkeiten selbst wählen kann, ist sozusagen die Definition des neuen Glücks. Das, was man heute als Zähleinheit, als Geld zur Verfügung hat, sollte man so schnell wie möglich in der Realwirtschaft ausgeben. Das tun die Leute sowieso und es wird von den konventionellen Wirtschaftsforschern missverstanden und als Aufschwung interpretiert. Sollten die Währungen jetzt da tatsächlich zusammenbrechen, was wir wahrscheinlich ohne dies nicht vermeiden können, reicht es, wenn wir die Kompetenz der Geldschöpfung, also für jeden Menschen ein eigenes Konto, beispielsweise dem Sozialministerium übertragen. Wir haben alle eine Sozialversicherungsnummer. Wir brauchen für die elektronischen Bankomatkarten nichts anderes als eine neue Bankleitzahl. Dann können wir die ganze Infrastruktur weiterverwenden. Jeder Mensch, jeder Bürger hat über die Sozialversicherungsnummer sein Konto im neuen System. Die Geldschöpfung ist damit Aufgabe des Sozialministeriums. Das Finanzministerium können wir abschaffen. Das ist eigentlich eine gute Botschaft für alle Leute, die viel Geld auf der hohen Kante haben. Ganz genau. Die können es beispielsweise entweder selber ausgeben oder, was sie eben nicht in der Realwirtschaft ausgeben können, herschenken, damit es andere in der Realwirtschaft ausgeben können. Mhm. Eine Abschlussfrage noch, weil sich das gerade aufdrängt im Zusammenhang mit Horten von Geld, drängt sich mir Betrug und kriminelle Energie auf. Was passiert mit diesen armen Kriminellen? Was sollen die in Zukunft machen? Was sollen die machen, die sich bisher Geld irgendwie unter dubiosen Umständen von Lobbyisten geholt haben? Was sollen diese armen Menschen machen in Zukunft? Ich würde nicht sagen, dass diese Menschen arm sind. Sie leiden wahrscheinlich einerseits unter Angst vor allfälligen Konsequenzen, andererseits unter Gewissensbissen. Wenn es uns gelingt, dieses neue System zu implementieren, und das ist ja nur von der politischen Zustimmung der Bevölkerung abhängig, dann haben die im neuen System nicht sehr viel zu befürchten, denn das neue System wird aus dieser Sicht betrugsfrei funktionieren.
Und unser Ziel ist es ja nur, dass die gesamte Bevölkerung einen Strang zieht, insbesondere auch die Banken in ihrer neuen Funktion, indem sie Wegbegleiter ausbilden, zur Verfügung stellen, also als Wissensbanken, ja, dafür sorgen, dass das vernetzte Wissen zunimmt und die Leute dafür virtuell mit den Zähleinheiten belohnt werden. Und auch die, die bisher von etwas unmoralischen Methoden gut gelebt haben, denen kann man sagen, wir suchen keine Sündenböcke, wir wollen, dass die Menschen an einem Strang ziehen. Und wer uns sozusagen unterstützt, der kann seine Vergangenheit vergessen. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Noch zu warten ist Wahnsinn. Made it, fix dich, Prekarisierung.